Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Command & Conquer Alarmstufe Rot Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Genau, wir fahren mit den Sowjets an. Liebe Leute, die Nachholmission, nach was freue ich mich. Und, genau, wir haben beim letzten Mal die Alliierten Kampagne durchgemacht, Seeherrschaft Süden. Das war tatsächlich auch die gleiche Karte wie hier, glaube ich zumindest. Und ja, jetzt fehlen nur noch die Alternativmissionen der Sowjets. Fünf, sechs Missionen nur. Okay, sechs Missionen nur. Gut, aber dafür wird die letzte, glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller. Weil die Sachen haben wir nämlich schon. Und dann kommt die Ameisenkampagne als allerletztes. Gut, liebe Leute, aber wollen wir nicht weiter rumlabern? Wachdienst Süden, wir steigen ein in die Russen. Alles klar, Cutscene. Gratuliere zu diesem Auftrag, Commander. Ich bin Hauptmann Georgi Kukov, Kommandeur der Gefechtseinsätze in dieser Region. Hinter diesem Fluss liegt Deutschland. Morgen beginnt unser Angriff. Heute schieben Sie erstmal Wache. Bewachen Sie die Basis und das Befehlszentrum. Und zwar mit Ihrem Leben. Die Alliierten kommen unseren Stellungen immer näher. Achten Sie auf Hinterhalte. Wenn es zum Kampf kommt, sind Sie ausdrücklich zu einem Gegenangriff ermächtigt. Wir sehen uns dann in Berlin. Hallo, lieber Kukov. Schön, dich wiederzusehen. Oh, geile Cutscene. Genau. Liebe Leute. Ganz genau, wir müssen jetzt hier wieder die Alliierten platt machen. Verteidigen Sie die Kommandozentrale. Und ja, der Kukov hat ja gesagt, wenn ein Angriff passiert, dürfen wir ihn angreifen. Was ist das denn für einer? Hey, was ist das denn für einer da? Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal, liebe Leute. Ja, das war Kukov, der General hier, Georgi Kukov. Und ach, ich kann es euch gar nicht anders sagen. Das wird den Russen, das wird einfach, das wird ein Fest, ich sag's euch. Es wird einfach ein Fest. Seht ihr das? In den Kirchen ist nämlich Geld drin. Wunderbar. Dann können wir direkt hier... So, was ist das für einer da? Was ist das für ein Typ da? So. Und kaputt machen. Eine Geldkiste wieder. Sehr schön. Und ja, eigentlich, Leute, die zweite Mission, die ist ja immer einfach. Ne? Was ist das denn da mit Fässern, vornehme Menschen hier? So, dann baue ich lieber noch eine zweite Kaserne dahin. So. Bam. Sehr gut. Alles klar, die Brücke ist im Arsch. So, dann bauen wir noch mal ein paar Mannequin. So seht ihr das, wie schnell die da rauskommen, ey. Und ja, liebe Leute, wir machen weiter mit der Russenkampagne, Nachholmission. Stalin. Im Auftrag von Stalin. Josef Stalin, liebe Leute. Genosse Stalin. Und wie gesagt, wir haben jetzt wir werden jetzt das bessere Arsenal haben, tatsächlich mit den Russen. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Doppelrohrpanzer, oh Mann, das wird so gut. Das wird so gut. Ich sag's euch. Und ja, dann muss ich mich. Am Anfang ist halt, ja, erstmal Schützen bauen angesagt. Beziehungsweise Schützen spammen. Und, hier ist noch einer. Hier ist noch was. Der ballert die Narren nach weg. So, bumm hier. So. Und weg mit denen. Sehr gut. Dann kann das Team 1 mal ein bisschen hier das Dorf platt machen. Genau. Holt euch diese Kirche noch, da ist nochmal Geld drin, oder? Ah, nee. Eine Heilkiste war da drin. Ha, das gehört.
Ach, der Sammler von ihm. Ja, dann mach den kaputt, los. Hier haben wir noch ein paar Fässer. Die können wir auch platt machen. Und Sammler, bleibt mal bitte stehen. Ah, wir haben Verstärkung gekriegt. Klasse. Grenadiere. Wunderbar. Ich glaube, das passt auch so. Der Gegner hat nämlich fast nur Anti-Manniken-Einheiten und Anti-Panzer, ja. Eigentlich alles, ne? So. Aber das schaffen wir. Schaut euch das an, wie schnell wir hier durchflügen. Ist auch das erste Mal tatsächlich, dass ich diese Karte hier spiele. Habe ich noch nie gespielt, eigentlich, diese Karte. Nö. Ich habe eher die andere genommen. Ah, und der hat alles verkauft. Zu einfach, oder? Das war doch wirklich zu einfach. Jawohl, die Russen. Hammer und Sichel. Ach, sehr schön, liebe Leute. Okay, wie viel haben wir wieder platt gemacht? Schade, dass hier manchmal keine Zahlen kommen, aber ja gut. Effizienz 55%, sehr gut eigentlich. Und jetzt geht's in die andere Richtung. Nämlich Richtung Westen. Alles klar, aber ich mache ja nicht die Kampagne normal durch, sondern ich nehme nur die Nachholmissionen hinter Feindlen, hinter feindlichen Linien Norden. Alles klar. Lernen wir jetzt den Stalin mal kennen oder was ist hier los? Ah, nee, okay. Gute Arbeit, wie Sie den Verräter erledigt haben. Sie gefallen, Stalin. Enttäuschen Sie ihn bloß niemals. Und jetzt habe ich einen Spezialauftrag für Sie. Wir sammeln unsere Kräfte für einen Schlag gegen Berlin. Darum spielen wir mit den Alliierten ein wenig, wie sagt man, Katz und Maus. Ich möchte, dass Sie ein Ablenkungsmanöver durchführen. Beschäftigen Sie den Gegner, bis wir Truppen hinter seinen Linien absetzen können. Mit dieser Verstärkung haben Sie dann die gegnerischen Funkverbindungen zu unterbrechen. Wir möchten Berlin lieber ohne Vorwarnung überraschen. Alles klar. Hallo Nadja. Siehst gut aus, muss ich sagen. Und ja, die Mission. Wunderbar. Die Mission ist satt. Oh, wir haben zum ersten Mal unsere Doppelrohrpanzer. Hier, okay. Was wollte ich sagen? Ja, es geht alles gegen Berlin, abends Berlin. was haben die gegen Deutsche? Jetzt mal ehrlich, Hitler ist doch ausgeschaltet worden vorher. Was haben die gegen Deutschland? Ja gut, es liegt halt im Weg, ne? Gut, Edelsteine, jede Menge in der Ecke. Sehr schön. Aber die werde ich nicht brauchen, glaube ich. Ich werde die Raffinerie trotzdem hier hinpacken. Geht einfach schneller zum Sammeln. So. Liebe Leute, erste Mission mit unseren geliebten Doppelrohrpanzern. Oh mein Gott, das wird so gut. Waffenfabrik. Los, her damit. Und wir können Raketenwerfer bauen. Das heißt eigentlich, das Standardarsenal der Russen können wir schon bam hier. Können wir schon bauen. Bam. So. Bams. Sehr schön. Dann hatte ich noch den Raketenwerfer, genau. Da ist eine Heilkiste. Oh, ein Bunker. Der vornehme Herr hat einen Bunker. Aber der ist ja mit einem Schuss eh weg. Gut, Leute, dann bauen wir direkt 5 Kampfpanzer. Ich meine, wir haben es ja. Ne? Bam. So. Da ist noch ein Bunker, ne? Ja. Geht mit der Verschießpitte auf den Bunker, ne? Hey, Gummipanzer. Gummipanzer. Und ja. Liebe Leute, dann freue ich mich, dass mal wieder hier dabei seid beim Corner Conquery Master. Wie wir jetzt hier die Russen anfangen, tatsächlich die Nachholmission der Russen. Und ja, brauche ich gleich noch ein Radar, ne? Nach wie vor an diesem Sonntagnachmittag, es ist mittlerweile 4 Uhr. Auch eigentlich eine untypische Zeit, aber meine Frau ist halt bei Freundinnen. Deshalb, ja,
habe ich mir halt das jetzt hier vorgenommen, mal ein bisschen zu zocken. So, da ist eine Kirche. So, dieser Gummipanzer, der nervt. So, mach die Kirche platt. Sehr schön. Das heißt, wir können Raketenwerfer bauen. Oh mein Gott, das ist natürlich mega genial. Wow, wo kommen die denn her? Ich habe auf einmal ein BMT angekackt. Okay. Na gut, ich meine, wenn er Bock drauf hat, dann hat er halt Bock drauf. Da ist Geld, Leute. Nehmt euch das. Sehr gut. Alles klar, und dann können wir mit den Panzern ja, die Karte erkunden. Weil mit den Russen haben wir keine leichte Erkundeeinheit. Da haben wir nur normale Kampfpanzer. So, zweite Waffenfabrik steht hier. Sehr schön, Leute. Ach, macht das Bock, ey, echt. Die Doppelrohrpanzer hier, so. Mach das Kraftwerk da platt. So, sehr schön. Bams. Wunderbar. Und ja, dann fliegen wir uns mal weiter hier durch. Haha, schaut mal hier, was hat er denn da? Ein Radar. Okay. Ja, ich meine, wir müssen hier einfach nur alles platt machen. Ja, das ist der einzige Feind gegen die Panzer. Die Türme. So. Was will der BMT da? Oh, da waren 5 Schützen drin. Jawohl. Die haben wir schön abgefangen. So. Dann mach die mal schön platt hier und den Jeep auch bitte platt machen. Was versucht er da mit Jeeps? Mit Jeeps kommt er hier angeschissen. Oh Mann. Und mit einem Gummipanzer. Ja gut, aber dann... Schuss mal an, ey. Boah. Okay, ich glaube, dann haben wir gleich ausgesorgt schon. Bauen wir bitte 4 Silos für ihn. Flugzeuge können wir auch bauen. Nee, aber ich glaube erstmal nicht tatsächlich. Komm, den Gummipanzer, jawohl. Oh, sehr gut. Den Gummipanzer werde ich, glaube ich, erstmal nicht brauchen. Boah, ich hau hier die Kohle raus, als gäbe es keinen Morgen, ne? So. 5 Raketenwerfer haben wir. 15 Panzer, ja, dann brauchen wir nochmal 5 und 5. Geile Mucke. So. Wird gebaut. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier oben ja schon. Was? Oh, schieß mal drauf da. Er ist zwar selber drauf flöten gegangen, aber. Ja, gut. Selbstmord. So ist es so schlimm unter meiner Herrschaft. Unter meinem Kommando. Einfach ein paar Edelsteine sammeln. So, Leute. Ja, dann würde ich sagen, können wir uns gleich auch schon durchfressen hier. Wunderbar, das heißt, ich warte jetzt noch die beiden Panzer ab. Und dann haben wir auch schon wieder 2 von den 6 großen Missionen fertig. Ach, das ist doch echt traurig, Leute. Das ist doch echt traurig, dass das so schnell geht, oder? Nochmal 5 Raketenwerfer, ja. Bring die Kohle rein, habe ich dir gesagt. Was zur Hölle? So, dann brauche ich noch... Ja, nee, kommt. Erkunden werde ich hier nicht großartig. Ach, schaut mal da oben. Da oben ist auch noch was. Ich werde hier nicht großartig erkunden. Weil es nicht nötig ist. Weil, schau dich unsere Armee an. Das ist schon heftig, ja. Es ist schon echt heftig. So. Aber... Was machst du denn? Hallo? Statt dass du meinen Befehl ignorierst, arbeitest du gar nicht mehr. Ich glaube, ihr arbeitet nicht gerne unter meinem Kommando, wa? So. Leute, dann. Sammler, kannst du bitte hier sammeln. Dann können wir uns den Trupp mal nehmen hier und losfahren. Sehr schön. Dann machen wir mal die Dampfwalze. Und dann rollen wir einfach mal hier vorbei. So. Schau euch das an hier. Bams. Bam hier, so. Und einfach hier oben drauf. Bam.
Wunderbar. Raketenwerfer haben wir nämlich jede Menge. Mit einer meiner Lieblingseinheiten. Die Raketenwerfer, schau ich sie an, ey. Ja, aber nicht, wenn die so blöd sind und voll in den Turm reinfahren. Ah, gut, okay. Bams. Sehr gut, Leute. Hey, hey. Die Raketenwerfer, ey. Die ollen Raketenwerfer, die sind einfach herrlich. Schau euch die an, ey. Oh, bam. Oh, das geht so schnell. Ich kann es euch gar nicht anders sagen, Leute. Es geht einfach so schnell. Ich meine, ich könnte auch die Spielgeschwindigkeit runterdrehen. Aber es ist halt erstmal nicht nötig. Es ist definitiv nicht nötig, Leute, dass ich hier die Spielgeschwindigkeit runterdrehe. So, kabam. Bam. Wunderbar. Dann haben wir es ja schon erledigt hier. Zack. Das Russenarsenal. Ach, ist das herrlich, Leute. Ist das geil. Dann hier oben. Bam. Dann da noch. Bam. War es das jetzt schon? Ne, da sind noch Türme. Okay. Da ist sogar noch ein Schattengenerator gewesen. Krass. Bam. Sehr schön. Boah, ist das eine Übermacht. Boah, ist das eine Übermacht. Ist das eine Übermacht, ey. Bams hier, so. Okay, das war's. Ach, das macht doch Spaß. Das macht doch Spaß. Ach, genau. Wieder der Kampfpanzer mit dem Sound einer alten Artillerie. Oh Mann. Geile Cutscene, echt. Ja gut, Leute. Wir hatten einiges an Geld am Ende. Haben nur 12 Einheiten verloren. Es ist so geil. Es ist echt so geil mit den Russen, ey. Ach, da, was feier ich die, ey. Ist echt so. Ich feier die Russen. Gut, dann können wir eigentlich auch schon in die nächste reinspringen hier. Die könnte ein bisschen schwieriger werden, die Mission, glaube ich, schon, oder? Brücke über den Fluss Grozny. Fiskoi. Bin ich mir jetzt unsicher, welche Mission das ist. Tatsächlich. Schauen wir einfach mal rein. Kommt jetzt der Stalin? Jawoll! Das kann nie passieren. Egal wie viele Cyborgs wir ausschalten, sie bauen immer neue. Die Vereinten Nationen unterstützen sie mit Truppen und Material. Zur Hölle mit ihnen! Zerstört sie, bevor sie noch stärker werden! Und du wirst mich doch nicht enttäuschen, oder? Die Bomben sind fast fertig, Genosse Stalin. Die letzten Bauteile kommen heute im Luftwaffenstützpunkt Gorsow an. Wie? Mit einem LKW-Konvoi. Hier. Bewachen Sie ihn mit Ihrem Leben. Er muss nach Gorsow durchkommen. Wenn Sie versagen, kommen Sie gar nicht erst wieder. Ja, Leute, da war der alte Pornodarsteller Stalin. Ich meine, jetzt mal ehrlich, der sieht doch so aus wie ein Pornodarsteller aus den 80ern mit seinem Schnauzbart. Jetzt mal ehrlich. Gut, aber ich kann mich wieder erinnern, welche Mission das ist. Es ist eine Mission auf grünem Grund. Jawohl. Und den Bauhof muss ich unbedingt reinziehen hier. So. So, und bam. Und hier, genau, Leute, diese beiden Konvois, die müssen wir uns beschützen. Und wir müssen hier eine Basis bauen, ja. Wir müssen hier wieder eine Basis bauen. Und genau, hier rechts dürfen wir nicht hin. Sondern wir haben hier jede Menge Platz. Schau euch das an. Bauhof, du bitte auch. Schau euch das an, wir haben hier jede Menge Platz, um uns auszubreiten. Ach, das ist doch wunderbar. BMT mit 5 Invasoren drin. Die kann ich aber mal auslassen. Das sind Flammenwerfer und Grenadiere. Genau, Leute, um diesen Konvoi geht's. Den müssen wir auf die andere Seite des Flusses bringen, der hier ist. Und wie gesagt, Leute, hier rechts dürfen wir nicht hin, weil da kommen... Ja, was soll ich sagen? Da kommen Schlachtkreuzer. So, und...
Naja, den sollten wir nicht unbedingt. In Ordnung. Ja, begegnen, weil das könnte eklig werden. So, wir haben hier ein bisschen Geld. Das dürfte ausreichen. Das dürfte erstmal ausreichen. So, weiteres Kraftwerk ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und ja, Mannequin-Fabrik. Wir haben das erste Mal als Russen BMTs. Das haben wir auch nicht oft. Weil eigentlich können die Russen keine BMTs bauen. Ja, das ist ein alliierten Sonder-Exklusiv-Item eigentlich. Aber ja, gucken wir einfach mal. Dann können wir den zumindest zur Erkundung ein bisschen nehmen hier. Ach du Scheiße! Ja, geh auf meine BMTs! Du Pennergesicht, echt. Überfahr die. So. So. Puh! Das war schon mal ordentlich. Vom alliierten Kollegen, aber hat nicht gereicht. So, dann bau bitte noch einen Sammler. Wo kam die eigentlich gerade her? Hä? Oh, schaut mal, was mich da anlächelt. Edelsteine hier. Sehr schön, Leute. So, dann brauchen wir noch... Ach, du Heilige! Ja, fahr ruhig in die Basis. Toll. Tolle Wurst. Na gut, okay. Sollen wir hier... Uff, Technologiezentrum können wir bauen. Bauen eine Werkstatt, komm. Nein, nicht auf den Bär. Ja, scheiße. Das war's dann mit den Invasoren. Ach, du verdammter Penner, ey. Hey, nix da. Boah, Gott sei Dank. Sollen wir hier ein Technologiezentrum bauen? Ich glaube nicht. Aber ich werde mir hier definitiv Flugzeuge bauen. Wir brauchen schon Silos. Okay, das heißt, dann bau bitte 5 von jedem. Und Flugfeld. So. Seht ihr das? Da geht die Kohle flöten, ey. Ach, das macht Spaß. Das macht Spaß, Leute. So, dann reparier die mal bitte. Genau, wir können nämlich hier... Wir haben hier wieder unsere Spezialwaffen, ja. Spionageflugzeuge und Fallschirmjäger. Das ist saugut. Weil die werde ich nämlich nutzen. Die Fallschirmjäger. So. Konstruktion abgeschlossen. War das jetzt noch 3, ne? Wird repariert. Gestoppt. So war das genau. Und ja, wie gesagt, die Fallschirmjäger werde ich hier definitiv nutzen. Einheit bereit. Weil mir wurde gesagt von euch, dass die, wenn man die spart und alle auf einmal losschickt, auch ganz schön Damage machen können. Ich meine, ja, das habe ich schon, festgestellt. So, Spionageflieger. Schauen wir doch mal hier. Zack. Ja, genau. Das ist das Praktische an den Russen. Da müssen wir nicht immer Panzer losschicken. Sondern können auch einfach Spionageflugzeuge bauen. Ja, Verteidigungsanlage werde ich eigentlich auch nicht brauchen. Leute, eine Verteidigung werde ich nicht brauchen. Oh, wir haben nur eine Raffinerie, was? Das ist aber ein wenig... Das ist aber echt wenig gerade. Ach, Pause. So. Ich brauche eine zweite Raffinerie unbedingt hier. Aber... Wow! Gummipanzer! So, Penner! Ja, lasst euch abballern. Okay, Leute. Wir haben wieder ein Spionageflugzeug. Sehr schön. Und die andere Raffinerie kann hier hin. So, dann kannst du weiterbauen und wir haben unsere ersten Fußsoldaten. Ha, seht ihr das? Da hat er nämlich Einheiten stehen, der Sack. So, die werde ich mir sammeln, die Fußsoldaten, tatsächlich. Und warum geht der Sack eigentlich immer auf meine Raketenwerfer? Hm? Verstärkungen sind eingetroffen. Wo? Verstärkung, hä? Ach, das waren die. Okay, da hat einfach nur ein bisschen spät getriggert. Ja, gut, okay. Jedenfalls... Ja, oh, ich sehe gerade, die Folge ist voll.
Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, würde ich auch mal speichern. Mission 6 Sowjets. Und dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.